Ja, hallo und herzlich willkommen bei MedFit Vital. Heute in dem Gesundheitsvideo geht es um das Thema Schulterschmerzen. Der eine oder andere kennt es ja, wenn hier die Supraspinatus-Sehne im Schulterdach ein bisschen gereizt ist, ein bisschen entzündet ist, dann schmerzt die gerne mal in dieser Bewegung oder in dieser Bewegung nach oben oder die Bewegung nach hinten geht ganz schlecht, dann sticht es hier meistens oben drin und das ist immer ein Zeichen, dass die Supraspinatus-Sehne oder Infraspinatus-Sehne ein bisschen gereizt ist und entzündet ist. Und darum wollte ich bei euch ein paar Behandlungstechniken vorstellen, die wir unter anderem bei uns in der Therapie machen. Und zwar als erstes würde ich erstmal lokal die Durchblutung fördern. Das machen wir gern mit Schröpfgläsern. Das sind solche Gläser. Da wird ein bisschen Unterdruck erzeugt. Und man kann hier schön die Haut abheben, Durchblutung fördern. Gleichzeitig kann man auch die Schulter schön ausstreichen. Das macht man dann sozusagen um die ganze Schulter rum, um lokal dort die Durchblutung erstmal zu fördern, den Sauerstoff anzuregen. Das macht dann der Therapeut. Also selber, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Schulter hier angespannt ist. Aber ich kann es gerade mal so zeigen. Hier in der Position kann man dann sozusagen schön lokal die Schulter entspannen, also das Gewebe. Setzt man die verschiedenen Schröpfgläser drauf, um einfach die Durchblutung lokal zu fördern. Dann anschließend manuelle Therapie, um den Humerus zu kaudalisieren, das heißt ein bisschen nach unten zu mobilisieren, dass das Schultergelenk ein bisschen mehr Platz hat, dass die Sehne schön gleiten kann. Dann kann man unter anderem Elektrotherapie machen, ein gewisses Programm durchlaufen lassen. Einmal hier macht man dann so eine Anlage drauf. Absolut schmerzfrei bei dieser Therapie und dann läuft ein ganz feiner Strom durch. Das sind einmal dann hier so, ich zeige es mal, so ein Schnelldurchgang. Genau, das sind einmal dann hier die verschiedenen Kanäle. Zack, genau, da war das oben noch drauf. Und dann mobilisiert gleichzeitig der Therapeut den Arm, der Strom fließt durch und somit kann man dann dementsprechend positiv auf die Schulter drauf einwirken. Was ganz wichtig ist auch bei Supraspinatusentzündung etc. oder Schmerzen im Schultergelenk allgemein, dass man vorne die Kette öffnet, weil zu viel hier Spannung meistens drauf ist, auf dem Pectoral ist, dann sitzt man in der Position, Schulterdach nähert sich nach vorne an. Der Arm befindet sich in der Position und dann kann es schnell hier in diesem Winkel stechen. Deswegen muss man auch immer darauf achten, dass man die vordere Kette einmal komplett öffnet. Hier Pectoralis aufdehnt, Brustmuskulatur ein bisschen detonisiert, weich macht, dass einfach nicht zu viel Spannung im vorderen Brustbereich drin ist. Und dann schaut, dass man den hinteren Anteil von der Schulter hier auch ein bisschen aktiviert. Rotatormanschette, Außenrotation, zeige ich gleich noch eine Übung, wo man auch gut machen kann. Zusätzlich, da gehen wir dazu an den Seilzug. Und zwar kann man da folgende Übung machen am Seilzug. Und erstmal ein bisschen die Rotatormanschette zu kräftigen. Wichtig ist, dass man Ellenbogen anlehnt, sich hier vorstellen, die Zeitung einzuklemmen und dann in diese Position ein bisschen so auf Vorspannung geht und dann leicht nach außen und nur so weit wie es möglich ist, um einfach den hinteren Anteil ein bisschen zu kräftigen. Einmal in diese Position die Außenrotation zu aktivieren in der Schulter. Dann als nächstes gibt es die Möglichkeit, in dieser Position, nicht im Schmerzradius, sondern unterhalb, in diesem Radius, dass man ein bisschen tiefer geht. Hier heranziehen. Wichtig ist, dass man seitlich heranzieht, eher ein bisschen Tick an den hinteren Anteil. So ans Gesäß heranziehen, nicht zu hoch gehen. Weil wenn ich jetzt hier nach vorne gehen würde und nach vorne heranziehen würde, dann hätte ich wieder hier mein Pectoralis aktiviert, Brustmuskulatur, und ich würde wieder die Innenrotation trainieren. Deswegen eher ein bisschen in der Position Brust aufrichten und dann seitlich heranziehen. Somit kann man das Schulterdach schön entlasten. Das sind mal ein, zwei Übungen, die wir natürlich dann mit einbauen. Oder
Man macht am Seilzug folgende Übung. Ein bisschen für die Aufrichtung von den Rhomboideen und von der Brustmuskulatur kann man folgende Übung machen. Aber in der Position, dass man die hintere Kette ein bisschen aktiviert, hintere Schulter. Wichtig ist, man greift so, nicht so. So werden ein bisschen mehr die Rhomboideen aktiviert. Also man greift das hier einmal am Seilzug in der Position, macht die Brust raus und dann zieht man so leicht nach hinten, dass man da die hintere Schulter ein bisschen aktiviert, Brustbein dabei aufrichten und dann schön gleichmäßig in der Position. Und das sind so ein paar Behandlungsmethoden, Trainingsmethoden, die wir bei Schulterschmerzpatienten einsetzen, haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Abonniert den Kanal für weitere Gesundheitsvideos, Tipps und bis zum nächsten Video.